Also das, was wir hier an Teamgeist und an mannschaftlicher Geschlossenheit wahrnehmen, das ist wirklich beeindruckend. Und ich glaube, es ist gelungen, aus den vielen Athleten, Betreuern und Unterstützern aus allen Teilmannschaften tatsächlich ein wirkliches Team zu formen. Was wir auch erleben, ist, dass nicht nur die Medaillenplätze hier gewertschätzt und gewürdigt werden, sondern eben auch die Leistungen, die darüber hinausgehen. Hier werden eben tatsächlich alle Athleten als Helden gefeiert. Und das, finde ich, zeichnet sich eben auch aus für dieses Team D. Das alles macht aus unserer Perspektive ein wirkliches Team aus. Wir haben uns entschieden, auf Anfrage der großen Verbände für die Top-Athleten ein Upgrade von der Economy Class zur Business Class zu machen. Und das habe ich durchaus auch mit Menschen diskutiert, die gesagt haben, na gut, wenn ihr die jetzt an der Stelle noch pampert, ist das der richtige Weg? Und dann habe ich gesagt, das werden die Olympischen Spiele zeigen. Das Deutsche Haus ist ein Stück weit Heimat für alle geworden, glaube ich. Heimat des Team D. Das wird genutzt tatsächlich ja zum Trainieren, zum Feiern, zum Vorbereiten, zum Chillen. Und was wir eben feststellen, ist, dass besonders die Athleten dieses Haus intensiv nutzen. Und das ist für uns wichtig, dass es eben auch für die Athleten ein wichtiger Treffpunkt ist, wo sie gerne hinkommen und wo sie sich wohlfühlen.